Bei uns im Pferdezentrum ist es ein ganz besonderes Anliegen, dass wir den Reiterinnen und Reitern in möglichst allen Disziplinen den Einstieg in diese Sportarten ermöglichen. Das machen wir einerseits mit dem Programm Talents of Tomorrow, wo wir spezielle Turniere für den Einstieg ins Turnierleben schaffen. Andererseits eben mit diesen Trainingstagen Get to Know, wo Informationen transportiert wurden, wo unter Turnierbedingungen trainiert werden kann. Und so einmal ein Eindruck entsteht, wie das ist, wenn man auswärts reitet und sich da eventuell dann in weiterer Folge mit anderen misst. Neben den etablierten Disziplinen wie Dressur, Springen oder Vielseitigkeit verfolgen wir im Pferdezentrum ja auch ganz besonders die neuen Disziplinen im Pferdesport wie Working Equitation oder Mounted Games. Und da kann es gelegentlich auch zu einem Aha-Effekt kommen, wenn Reiterinnen und Reiter diese Disziplinen kennenlernen und darauf kommen, was sie vielleicht mit ihren Pferden auch in diesen Disziplinen machen können. Auch das ist uns ein Anliegen und daher war es das Ziel, möglichst alle Disziplinen an einem Wochenende zusammenzuholen. Dafür ist das Pferdezentrum auch gut geeignet. An dem Wochenende ist es so, dass ich zum einen erfahrene Reiter mit habe, die mit zwei, drei größeren Mounted Games Ponys dort trainieren und die bereiten sich auch vor für Meisterschaften und internationale Turniere. Und das Herzstück von dem Wochenende ist eigentlich, dass neue Reiter, neue Stallungen einfach kommen können, schnuppern können mit unseren Ponys, mit unserer Ausrüstung und die Mounted Games einfach kennenlernen können. Weil das relativ was anderes ist als Dressur und Springer. Weil die Spiele so cool sind und weil es so schnell ist. Die reite schon seit 8 Jahren und seit circa 4 Jahren mache ich Mounted Games mit meinem Pony, das heißt Bossiness Lucky und sein Spitzname ist Blink. Ich reite schon seit 8 Jahren und seit 4 Jahren Mounted Games und mein Pferd heißt Bonita. Weil es einfach mal eine Abwechslung ist, man kann was Neues ausprobieren und das ist immer wieder eine neue Überraschung, wenn man neue Spiele anzulernt. Ich darf heute die Working Equitation vertreten und wir haben einen Drill mitgenommen mit neuen Hindernissen, denn die Leute, die das noch gar nicht gemacht haben, sich einfach einmal in Ruhe anschauen können, wo wir die Hindernisse erarbeiten. Und für alle, die es schon öfter gemacht haben, können dann wie in der Turniervorbereitung einmal einen ganzen Drill durchreiten. Wir sind heute da bei dem Get to Know für die Dressur auch zuständig. Die Veranstaltung ist das erste Mal jetzt in Oberösterreich. Wir finden es für sehr, sehr sinnvoll, weil es die Möglichkeit bietet, für alle, die zu Hause nicht die Möglichkeit haben, unter Turnierbedingungen zu trainieren, hier einmal das zu üben. Wir sehen jetzt schon, dass das auch sehr sinnvoll ist, dass das sehr gut angenommen wird und haben heute Nachmittag auch so einen eigenen Teil, der nennt sich Talente Scout. Es waren im Prinzip, haben sich alle unheimlich bemüht, aber 5 haben halt herausgestochen und die werden wir jetzt zu einem Training einladen. Das Training werden die Vicky und ich machen mit den 5 Talenten, die wir jetzt ausgesucht haben. Es ist einfach voll schön, wenn man Distanzreiten tut, weil man halt einfach eine Strecke hat, die man gemeinsam mit seinem Pferd meistern muss. Und es ist einfach so, dass man sich halt dann gegenseitig aufeinander verlassen muss. Und da wächst man halt einfach total zusammen und das ist halt echt schön. Wir haben heute hier die oberösterreichischen Landesmeisterschaften ausgetragen und an nur einen kurzen Bewerb, 20 und 40 Kilometer. Die Landesmeisterschaften sind über 60 und 80 Kilometer gegangen, also eine offene Wertung praktisch. Ja, hallo, ich bin der Christian Steiner, gemeinsam mit Ferdl Kroll, der da unten schon bereits trainiert. Veranstalten wir den Kurs hier in Stadlpara. Heute ist Dressur für Einsteiger und am Nachmittag Gelände und Springen, das jetzt da hinter mir schon stattfindet, damit einfach neue Leute dazukommen und am Montag wird es ein Trainingsturnier geben. Ich habe halt beim Springer und beim Dressur mitgemacht. Beim Springer war es halt sehr lehrreich. Wir sind ein paar Kurzsprunger und es war sehr lustig. Beim Dressur bin ich die A6 geritten und das war auch sehr lustig alles und es waren alle sehr nett.